Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist ein Video, wo ich so ein bisschen, ich weiß nicht, es sind viele so Gefühle, Emotionen, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall doch froh, dass es jetzt schon so lange ist. Also wie gesagt, mein Kanal ist jetzt ein Jahr alt, genau heute. Und da habe ich mir halt überlegt, wie ihr wahrscheinlich eh schon von Titel und Thumbnail wisst, mache ich eine Verlosung. Und wollt euch einfach ein kleines Dankeschön zurückgeben. Und ja, genau. Also da wird sich dann jemand von euch einfach drüber freuen, sozusagen damit zu machen. Ich werde euch natürlich die Produkte, die jetzt in der Verlosung dabei sind, werde ich die euch noch zeigen. Die sind alle neu, die sind nicht benutzt oder so. Und die werde ich dann sozusagen an die Person verschicken. Was ihr machen müsst, werde ich euch am Ende des Videos sagen. Damit ihr natürlich teilnehmen könnt an der Verlosung. Aber auf jeden Fall noch kurz vorab einfach Dankeschön, dass ich so viele liebe Kommentare von euch bekomme und dass ich mir meine kleine Community hier einfach mit euch aufgebaut habe jetzt. Und es macht mir einfach riesen, riesen Spaß, einfach Videos zu drehen und einfach mit euch zu quatschen und einfach von euch zu hören. Ich finde das einfach, es macht mir super, super Spaß. Ich liebe das wirklich. Und über Make-up zu quatschen und sonstige Themen, die mich einfach bewegen. Und ich habe einfach so viele liebe Kommentare schon von euch bekommen. Und das freut mich immer so. Und da bin ich auf jeden Fall, da wollte ich mal sowas zurückgeben. Und wie gesagt, ich fand, das war der perfekte Zeitpunkt. Ich habe mir erst überlegt, soll ich zu Weihnachten, dann nicht so, nein, es ist einfach, es sollte jetzt sein, mein Kanal ein Jahr, jetzt kommt eine Verlosung. Vielleicht werde ich in Zukunft mehrere Verlosungen machen, werden wir mal schauen, aber ich bin kein Verlosungskanal. Also für alle, die jetzt hierher kommen und sich denken, hier gibt es permanent Verlosungen, das mache ich nicht, aber ja. Deshalb würde ich sagen, lege ich los und zeige euch die Produkte. So, die ersten Produkte, und zwar sind das ganz, ganz viele Nagellacke, also ich hoffe, dass die Person, die gewinnt, auch Nagellacke liebt, weil da haben wir wirklich ganz viele. Und zwar habe ich einmal von Train It Up den Glitter Paint Nail Polish. Und zwar ist es so ein richtig schönes Glitzer. Es sieht richtig, richtig cute aus. Und ich würde sie ja selber auch gerne verwenden, aber dadurch, dass ich einfach Fake-Nägel habe, sind die halt einfach, also Fake, aber es sind halt Gel-Nägel. Das ist auch von Train It Up. Das ist so ein Grün, also es sind auch sehr, sehr coole Farben dabei. Und wie gesagt, wenn man so eine größere, also größere, ich will jetzt nicht sagen, es ist ja eine Riesenverlosung, aber immer wenn man bei so Verlosungen ja gewinnt, kann man natürlich auch das dann Freunden weiterschenken und so. Und dann haben wir auch noch den von Train It Up, das ist so ein süßes Nude-Tönchen. So sieht das aus. Das finde ich auch recht cute. Und dann haben wir noch einen von Train It Up, und zwar ist es der Soft Matte. Das ist, glaube ich, so ein Grau. Sieht auch cool aus. Ist also so ein matter Effekt bei dem Nagellack. Warum nicht? Finde ich, klingt sehr, sehr cool. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe noch einen, und zwar ist es so ein pinker. Das heißt, wir haben auch noch einen pinken Nagellack. Der ist auch mit dabei. Und dann haben wir von Catrice noch ein paar Nagellacke. Und zwar haben wir einmal so ein Gold. Auch richtig, richtig cute. So sieht das aus. Und dann haben wir auch noch ein ganz klassisches Rot. Ich hoffe natürlich, dass das alles gut ankommt bei euch dann natürlich. Also bei der Person, die gewinnt natürlich. Aber ich werde das natürlich versuchen, so gut wie möglich verpacken und hoffe, dass dann alles gut ankommt. Das ist so ein schöner Grau/Nude-Ton irgendwie. Dann haben wir auch noch so einen Glitzernagellack. Das habe ich ja auch. Also früher, wie ich Nagellack noch so getragen habe, habe ich ganz crazy Colors immer benutzt. Und dann haben wir auch noch einen Golden Dust Highlighter Drops von Catrice. Das sind also so Highlighter Drops in Golden Dust. Also ich weiß nicht, ich denke vermutlich, dass da so ein goldener Shift dann dabei ist. Und dann haben wir auch noch ein Light Collecting Serum Primer in Candlelight. Das ist also so ein Primer, der ist auch von Catrice, glaube ich. Also wenn man gerne Primer benutzt, warum nicht? Und dann haben wir auch noch Concealer Drops. Ich weiß nicht, die sind so ein bisschen, die haben sich so ein bisschen abgesetzt. Ich hoffe, wenn die Person die gewinnt und die sagt, das möchte sie nicht verwenden, dann
Haut ist einfach in den Müll. Aber ich glaube, dass das nur das Pigment ist, das sich da oben irgendwie abgesetzt hat. Ich werde natürlich noch versuchen, das irgendwie zu shaken. Aber auf jeden Fall sind das so Concealer Drops von Catrice. Ja, auch sehr schön. Und ja, oh, ich sehe, ich habe noch einen Nagellack, noch einen pinken Nagellack von Trend It Up. Ich hoffe, die Nagellacke von Trend It Up sind gut. Aber das kann mir ja die Person, die gewonnen hat, kann mir ja gerne schreiben. So ein bisschen ein Feedback zu den Produkten abgeben. Das fände ich voll interessant. Und dann haben wir auch noch. Und zwar, das sind so Tester, die habe ich bekommen von Makeup Revolution. Und ich habe mir gedacht, das sind nämlich Concealer-Tester. Und dadurch, dass ich keinen Concealer benutze, so jetzt verliere ich sie schon, habe ich mir gedacht, packe ich das auch in die Verlosung. Das sind nur so Tester, aber es ist einfach, wenn ihr die einfach zu probieren möchtet. Dadurch, dass ich keinen Concealer benutze, habe ich mir gedacht, packe ich das einfach auch in die Verlosung. Also es sind halt einfach nur so Concealer-Tester, genau. Von der Glow, Conceal and Glow. Ja, genau. Das heißt, das packe ich einfach mit. Kann ja auch sein, dass es für ein Hautton nicht passt. Aber wie gesagt, man kann das ja immer weiter verschenken, wenn es einem nicht passt. Einfach anderen auch eine Freude machen. Und dann habe ich hier auch noch, und zwar ist das, ich glaube, es ist ein Eyeshadow, genau. Und zwar ist das so ein Stick-Eyeshadow, und zwar ist das von Catrice. Das heißt, das ist so ein, ja, Stick-Eyeshadow. Ich vermute jetzt in der Farbe. Genau, der ist dabei. Dann haben wir auch noch, ich bin mir ziemlich sicher, dass, das ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, was das jetzt ist. Ich muss mal, das ist ein Lipgloss. Also einmal haben wir einen Lipgloss von Catrice, so eine richtige crazy Color. Finde ich, die ist aber auch voll, voll cool. Und dann haben wir auch noch ein Liquid Lipstick. Liquid Lipstick schon. Schon ein, und zwar ein Liquid Matte Long Lasting Eyeshadow Cream oder wie auch immer. Und zwar ist das auch von Catrice und das ist so ein cooles Silber. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man so am Abend fortgeht. Ich meine, es ist momentan nicht so viel fortgehen, aber es kommt hoffentlich wieder. Kann ich mir den richtig, richtig gut vorstellen. Ich möchte die ganze Zeit schauen, dass ich nichts vergesse. Und dann haben wir auch noch, das ist auch noch so ein Ultra Smoky Eyeshadow Pen. Und zwar, da habe ich gesehen, der hat hier hinten so ein Applikator. Also für Leute, die so ein schnelles Make-up machen möchten, glaube ich, ist das super perfekt. Das heißt, du smudgst einfach sozusagen, wo du den Lidschatten haben willst, smudgst du das hin und dann smudgst du das mit dem Smudger einfach perfekt aus. Das finde ich ist eigentlich richtig, richtig cool, das System. So, dann haben wir auch noch, und zwar ist das von Trend It Up, und zwar ist das ein Bronzing Lick. Ich will die ganze Liquid Lipstick. Es gibt leider kein Liquid Lipstick, und zwar ist es ein Lipstick. Aber dann habe ich auch noch, und zwar ist das ja einer meiner Favoriten, und dadurch habe ich den auch, ist der auch mitgekommen, und zwar ist das von SofX. Revolution, ihr kennt es ja schon, wenn ihr meinen Kanal kennt. Und zwar ist es der Fudge, in der Farbe Fudge ist das der Lipstick und der kommt auch mit. Da bin ich auch super, super gespannt auf die Person, die es bekommt, was ihr Feedback zu denen ist, weil es ist ja einfach ein super, super Favorite von mir. Aber es ist halt, das ist immer super spannend, wie es dann für andere funktioniert. Und dann haben wir auch noch so einen kleinen süßen Make-up-Spiegel, der ist von iHeartRevolution und den packe ich da auch mit. Und es sind eigentlich eh nicht so wenige Sachen, finde ich. Also ich glaube, ich hoffe, die Person freut sich darüber. Das wäre natürlich ganz, ganz toll. Und dann haben wir von Catrice auch noch, und zwar die All Around Color Correction Palette. Und zwar so sieht die aus. Das heißt, das ist so eine Color Corrector Palette von Catrice. Glaube ich, dass die auch richtig nice ist. Und dann haben wir auch noch von Catrice, es ist viel Catrice, von Catrice. Und zwar ist das die Blazing Bronze Collection. Und zwar, ich mache das jetzt mal auf, aber natürlich so, wie ihr sehen könnt, sie ist komplett neu, nichts geswatcht oder so. Und zwar, so sieht die Palette aus. Hoffe ich natürlich, dass die Person sich auch drüber freut. Und dann machen wir weiter. Und zwar habe ich da auch noch von Makeup Revolution. Und zwar ist das die Keeping It Fierce Palette. Ich versuche das jetzt mal hier so. Gut, dann lasse ich jetzt das Plastik einfach so drüber und zeige es euch so. Das heißt, so sieht das aus. Da seht ihr, da ist so ein wunderschönes Glitzer drinnen und so richtig smoky ist die Palette. Ich glaube, dass das viel wirklich gut gefallen könnte. Also ich find das an und für sich ein richtig gutes, cooles Farbschema und hoffe natürlich, dass sich
dass wer damit ganz viele tolle Looks zaubern kann. Das heißt, die ist auch mit dabei. Und dann haben wir von Catrice auch noch Super Bia Volume 2 Frosted Taupe. So sieht das Packaging da aus. Und dann mache ich das kurz mal auf. Und so sieht die von innen aus. Ist auch sehr mauvi und so. Genau, die ist da auch noch mit dabei. Und dann haben wir ja auch noch ganz toll zwei Make-up Revolution Paletten. Mussten einfach dabei sein, weil ich Make-up Revolution liebe. Und da haben wir einmal die Palette. Und zwar ist es die Life on the Dance Floor. Das heißt, so sieht die Palette aus. Ich lasse da jetzt einfach das Plastik oben, damit ich da nicht in die Farben unabsichtlich reinkomme. Aber so sieht die aus. Ist auch sehr, sehr coole Farben, finde ich. Und dann haben wir auch noch von Make-up Revolution das ist dann auch das letzte Produkt, wenn ich nichts versäumt habe. Wenn ich was versäumt habe, dann freut sich die Person zusätzlich. Und zwar ist das die Animal, einer der Eminem, oh, a Wild Animal Palette. Und zwar die Palette in Defarge. Genau, und da ist eh auch wieder das Plastik. Das heißt, so sieht die aus. Auch eine richtig coole Palette, glaube ich. Also ich glaube, dass die Person da schon eine Freude damit hat. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das heißt, macht es nur mit, wenn ihr auch die Sachen haben wollt. So, und jetzt werde ich natürlich auch ein paar Infos machen. Jetzt habt ihr gesehen, das sind die Produkte, die ich verlose. Und genau, das heißt, was müsst ihr tun, um an der Verlosung teilzunehmen? An der Verlosung teilnehmen müsst ihr mir einen Daumen hoch geben. Also, normalerweise sage ich immer, gebt dem Video einen Daumen runter oder nicht. Aber in dem Fall, wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr dann einen Daumen hoch geben, weil ich hoffe ja, wenn ihr mitmachen wollt, hat euch ja sozusagen der Inhalt ja gefallen. Und ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Und ihr müsst einen Kommentar schreiben. Ihr müsst einen Kommentar schreiben. Und zwar hätte ich da gerne irgendwie, wie ich euch kontaktieren kann. Ich bitte euch, schreibt keine zu persönlichen Kontaktdaten rein. Also wie zum Beispiel Telefonnummer oder sonstige Sachen. Das bitte nicht. Weil da muss ich euch dann nämlich löschen. Und dann seid ihr nicht mehr bei der Verlosung dabei. Weil ich möchte natürlich nicht, dass euch irgendwelche Leute anrufen, dadurch, dass das öffentlich ist. Also irgendwas, wo ihr wirklich öffentlich seid. Und wo man sozusagen euch öffentlich, also für mich wäre dann zum Beispiel Instagram ist da natürlich eine sehr gute Option, weil das ja ein öffentliches sozusagen Format ist. Aber keine Telefonnummern oder so E-Mail-Adressen, außer, aber eher nicht. Also E-Mail-Adressen und Telefonnummern lassen wir lieber, also eher mehr so Instagram. Facebook kann ich euch auch kontaktieren, wenn euch das lieber ist. Ja, aber am liebsten wäre mir Instagram, wenn ihr das habt. Genau. Und noch dazu möchte ich euch noch drüber informieren. Ihr müsst nichts bezahlen oder sonstiges, nur so zur Info. Die Lieferkosten, wo auch immer dann der Gewinner sozusagen sich befindet, werde ich natürlich die Lieferkosten übernehmen. Und das heißt, für euch ist sozusagen die Verlosung heißt, ihr macht einfach nur dran mit und bekommt gratis sozusagen diese Produkte. Also es kostet euch nichts, es ist für euch nur der Aufwand, dass ihr das Video guckt und dass ihr Abonnent des Kanals seid und einen Daumen hoch und kommentieren. Das ist die Aufgabe, die ich euch stelle. Den Rest mache ich. Und sozusagen. Und dann das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Und zwar, die Verlosung ist jetzt 2 Wochen aktiv. Also ab dem Zeitpunkt, wo jetzt eben das Video online ist, ist die Verlosung 2 Wochen aktiv. Nach den 2 Wochen werde ich dann auch einen, wenn die Person sagt, es ist okay, werde ich vielleicht auch den Namen dorthin schreiben. Also wenn es Instagram ist, dass die Person gewonnen hat. Sonst sage ich einfach, Person ist das Paket weggeschickt und Verlosung ist auf jeden Fall vorbei nach 2 Wochen. So sieht das aus. Und ja, das war eigentlich dann eh schon alles. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist meine erste Verlosung. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und ich hoffe auch, dass sich der Gewinner freut, weil das wäre natürlich super, super toll. Weil, ja, das ist natürlich, ja, ich wollte einfach unbedingt ein Dankeschön zurückgeben an euch, dass ihr mich so toll unterstützt. Und ja, jetzt ist der Kanal auch ein Jahr lang alt. Ich bin schon ein Jahr lang auf YouTube. Und das ist sozusagen mein Dankeschön an euch. Und ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, das heißt,
Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo hier habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Jetzt verrede ich mich noch. Abonnieren. Das würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Vor allem, wenn ihr bei der Verlosung mitmachen müsst, wollt, dann müsst ihr sowieso abonnieren, weil sonst seid ihr leider nicht dabei. Das kann man auch alles, das werde ich kontrollieren. Das heißt, faken geht da nicht. Und dann würde ich mich super, super freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch, was auch für die Verlosung wichtig ist. Daumen runter könnt ihr mir natürlich auch gerne geben, aber dann seid ihr nicht Teil der Verlosung dabei. Und kommentieren. Kommentieren müsst ihr auch noch. Das heißt, ich würde mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Und dann eben euren Insta-Handle oder in irgendeiner Form, wie ich euch kontaktieren kann, was aber nicht zu persönlich ist. Also ich möchte keine Telefonnummern und sonstiges, bitte. Und sonst könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben, wenn ihr Fragen zur Verlosung habt oder sonstiges, schreibt es mir einfach alles in die Kommentare oder auch auf Insta, wie auch immer ihr das möchtet. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!